In diesem Video sehen Sie einen kurzen Überblick über die vorsokratische Philosophie und ihre wichtigsten Autoren, damit Sie in den folgenden Videos die Entwicklung der Philosophie im antiken Griechenland sowie jeden der wichtigsten Autoren dieser Periode konkret und tiefgründig verstehen können und so die gesamte griechische Philosophie kennenlernen. Die griechische Philosophie entstand in den griechischen Städten Kleinasiens, Ionien, aus den ersten Überlegungen der Vorsokratiker, die sich auf die Natur konzentrierten und sich auf das rationale Denken oder den Logos stützten. Logos ist ein aus dem Griechischen abgeleiteter Begriff und bedeutet das Wort, sofern es meditiert, reflektiert oder überlegt wird, und kann auch als Gedanke verstanden werden. Das Ziel der vorsokratischen Philosophen war es, durch eine rationale Erklärung die Arche, das erste Element aller Dinge, den Ursprung, das Substrat und die Ursache der Wirklichkeit oder des Kosmos zu finden. Die Suche nach einer Substanz, die im Angesicht des Wandels beständig und intakt bleibt, wird zur Suche nach dem Wesen im Gegensatz zum Schein, nach dem Universellen im Gegensatz zum Partikularen, die später die Grundlage für spätere philosophische Erklärungen bilden wird. Die ersten Philosophen dieser Zeit waren Monisten, das heißt, sie suchten nach einem einzigen Prinzip oder einer einzigen materiellen Grundlage der Wirklichkeit. Für Thales von Milet, den ersten Philosophen nach Aristoteles, war das Wasser diese Urmaterie. Er begründete dies mit der Entdeckung von Fossilien von Meerestieren im Landesinneren und der Tatsache, dass Wasser für die Ernährung und das Wachstum aller Lebewesen grundlegend ist. War ein griechischer Philosoph, Mathematiker, Geometriker, Physiker und Gesetzgeber. Er lebte und starb in Milet, einer griechischen Polis an der ionischen Küste in der heutigen Türkei. Aristoteles hielt ihn für den Begründer der Schule von Milet. Thales von Milet ist auch dafür bekannt, dass er mit der Mythologie zur Erklärung der Welt und des Universums brach und sie stattdessen durch natürliche Erklärungen mittels naturalistischer Theorien und Hypothesen ersetzte. Er gilt als Initiator der griechischen und westlichen wissenschaftlichen und philosophischen Spekulation. Anaximander hielt es für das Unbegrenzte oder Unbestimmte, das er Apeiron nannte und aus dem die Gegensätze der Natur hervorgehen, vor allem das Kalte und das Heiße. Ihm werden auch eine Erdkarte, die Messung der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen, Arbeiten zur Bestimmung der Entfernung und Größe der Sterne sowie die Behauptung zugeschrieben, dass die Erde zylindrisch ist und sich im Zentrum des Universums befindet. Für Anaximander ist das Prinzip das Apeiron, das heißt das Undefinierte, Unbestimmte und Unbegrenzte. Das, was das Bestimmungsprinzip aller Wirklichkeit ist, muss unbestimmt sein, und es ist gerade das Apeiron, das diese Eigenschaft auf abstrakte Weise bezeichnet. Das Apeiron ist ewig, immer aktiv und halbbeweglich, das heißt, es bewegt sich von selbst. Sie ist unsterblich, unzerstörbar, ungezeugt und unvergänglich, und aus ihr wird alles gezeugt. Alles geht hinaus und alles kehrt zum Apeiron zurück, entsprechend einem notwendigen Zyklus. Von ihr werden die Stoffe, die sich in der Welt gegenüberstehen, getrennt, und wenn der eine den anderen überwiegt, findet eine Reaktion statt, die das Gleichgewicht entsprechend der Notwendigkeit wiederherstellt. Für Anaximander war die Urmaterie Luft, ein neutrales Prinzip wie das Apeiron, aber mit Eigenschaften. Luft, so behauptete er, wird durch Verdünnung und Kondensation in andere Dinge umgewandelt. Rarefaction ist der Prozess, durch den ein Körper oder eine Substanz an Dichte verliert. Die Rarefaktion erzeugt das Feuer, während die Kondensation als ihr Gegenteil den Wind, die Wolken, das Wasser, die Erde und die Steine erzeugt. Aus diesen Substanzen werden alle anderen Dinge geschaffen. Pythagoras vertrat die These, dass alle Dinge Zahlen sind, was bedeutet, dass das Wesen und die Struktur aller Dinge durch die Suche nach den numerischen Beziehungen, die sie ausdrücken, bestimmt werden können. Pythagoras stand ebenfalls in der Tradition der Sophisten und vertrat die neuartige Idee der Unsterblichkeit der Seele und der Möglichkeit der Seelenwanderung des Menschen nach dem Tod in andere Tierformen. Die allgemeine Bedeutung des Begriffs Sophist entspricht der des Scharlatans oder Begriffsjongleurs. Ein Sophist ist ein Rhetorikexperte, der sich im antiken Griechenland mit der Bedeutung von Wörtern befasste.
Die Sophisten waren eine Gruppe von Philosophen im antiken Griechenland, die gegen Geld hauptsächlich Rhetorik lehrten. Heraklit hingegen beschäftigte sich mit dem sinnlichen Werden des Universums und postulierte die Vernunft, Logos, als das regulierende Prinzip dieses Werdens, insofern sie Gegensätze vereint. Heraklit war ein vorsokratischer griechischer Philosoph aus Ephesus, einer Stadt in Ionien, an der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei. Das Werk des Heraklit ist vollständig aphoristisch. Ein Aphorismus ist ein Satz, der darauf abzielt, einen Gedanken in einer prägnanten, kohärenten und scheinbar endgültigen Weise auszudrücken. Er wurde auch der Dunkle von Ephesus und der Wahrsager genannt, weil sich sein Stil auf die Sätze des delphischen Orakels bezieht und die Realität auf zweideutige und verwirrende Weise wiedergibt, indem er Oxymoron, Antithese und Paradoxon verwendet, um eine Vorstellung davon zu vermitteln. Das Oxymoron ist innerhalb der literarischen Figuren der Rhetorik eine logische Figur, die darin besteht, zwei Begriffe mit entgegengesetzter Bedeutung in einem einzigen Ausdruck zu verwenden, wodurch ein dritter Begriff entsteht. Da die wörtliche Bedeutung des Oxymorons das Gegenteil, das Absurde ist, zum Beispiel in der Formulierung ein ewiger Augenblick, ist der Leser oder Gesprächspartner gezwungen, die metaphorische Bedeutung zu verstehen. In diesem Fall, es ist ein Augenblick, der aufgrund der Intensität dessen, was man in seinem Verlauf erlebt, den Begriff der Zeit verlieren lässt. Die Antithese hingegen ist ein Gegensatz zwischen zwei konträren oder komplementären Begriffen. Ein Paradoxon oder eine Antilogie ist eine Idee, die logisch widersprüchlich ist oder im Gegensatz zu dem steht, was nach allgemeiner Auffassung als wahr gilt. In der Rhetorik ist es eine Denkfigur, die darin besteht, Ausdrücke oder Wendungen zu verwenden, die einen Widerspruch implizieren. Das Paradox ermöglicht es auch, die Grenzen des menschlichen Verstandes aufzuzeigen. Für Heraklit befindet sich die Wirklichkeit in ständigem Wandel, wobei jedes Gegenteil zu seinem Gegenteil tendiert, in einem Prozess mit Ordnung und Maß, entsprechend dem Logos. Wie seine Vorgänger stellte er sich das Feuer, das immer lebendig ist, als das Prinzip oder die Grundlage des Universums vor, verstand es aber eher als ein Bild des immerwährenden Werdens und nicht als ein materielles Element, das für alle Dinge konstitutiv ist. Für Parmenides von Elea hingegen ist die Wirklichkeit eins und unveränderlich. Parmenides war ein griechischer Philosoph. Er wurde zwischen 530 und 515 vor Christus in der Stadt Elea, einer griechischen Kolonie der Magna Graecia in Süditalien, geboren. Soweit wir den überlieferten Zeugnissen entnehmen können, stellt Parmenides Gedicht eine göttliche Offenbarung dar, die in zwei Teile gegliedert ist. Der erste befasst sich mit dem Weg der Wahrheit, wo er sich mit dem, was ist, oder dem Wesen, befasst und mehrere Argumente darlegt, die seine Eigenschaften belegen. Es ist der Entstehung und der Vergänglichkeit entzogen und daher ungezeugt und unzerstörbar. Es ist das Einzige, was wirklich existiert, damit leugnet es die Existenz des Nichts. Es ist homogen, unbeweglich und vollkommen. Das zweite Buch ist der Weg der Meinungen der Sterblichen, in dem er sich mit Themen wie der Beschaffenheit und Lage der Sterne, verschiedenen meteorologischen und geografischen Phänomenen und dem Ursprung des Menschen befasst und eine vollständige kosmologische Lehre aufstellt. Für Parmenides gibt es das Sein, während es kein Nichtsein gibt. Nachdem dies festgestellt wurde, ist eine Veränderung oder ein Werden unmöglich, wenn es kein Nichtsein gibt, dessen Unmöglichkeit durch die Logik bewiesen werden kann. Seine Argumente für diese These wurden von Platon aufgegriffen, um seine Einteilung der Wirklichkeit in zwei Bereiche zu rechtfertigen, den illusorischen Bereich der Veränderung und den realen Bereich der Beständigkeit. Auch Aristoteles wird aus seinen Argumenten die drei Grundprinzipien der Logik und der Argumentationskunst retten. Parmenides verstand die Vernunft als das menschliche Denkvermögen, als das Mittel zur Entdeckung der wesentlichen Eigenschaften des Seins, eines Wesens, das eins, unveränderlich, unteilbar, unerschaffen, unvergänglich und homogen ist. Für Parmenides führt das Vertrauen in die Sinne auf den Weg der Täuschung und des Irrtums, das heißt, auf den Weg der Meinung. Was wirklich ist, was sein ist und wie es ist, kann uns nur durch die Vernunft offenbart werden.
In der Folge begannen einige Philosophen, nach mehr als einer Grundlage der Wirklichkeit zu suchen. Einer dieser pluralistischen Philosophen war Empedokles. Er begründete die Lehre von den vier Elementen, die in der Naturphilosophie bis ins 18. Jahrhundert Bestand haben sollte, Wasser, Feuer, Erde und Luft, aus denen die bewegenden Prinzipien Liebe und Hass alle Dinge zusammensetzen. Anaxagoras seinerseits behauptete, dass alles aus winzigen Teilen besteht, die er Homeomeres nannte und die von einer Intelligenz namens Nous geordnet werden. Die Atomisten bildeten die wichtigste pluralistische Schule, die großen Einfluss auf die nacharistotelische Physik hatte. Ihre Begründer, Leucippus und Demokrit, gingen davon aus, dass die Wirklichkeit aus zwei Arten von Raum besteht, einem leeren Raum und einem vollen Raum, der die Materie darstellt. Letztere setzen sich aus Atomen zusammen, die, wie der Name schon sagt, unteilbare Teilchen sind. Alle sichtbaren Dinge sind aus Atomen zusammengesetzt, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Form miteinander verbunden sind. Diese Bindungen entstehen aber nur, wenn sie in zufälligen Bewegungen im leeren Raum zusammenstoßen. Nächstes Video: Im Rahmen der antiken griechischen Philosophie werden wir uns mit der klassischen griechischen Philosophie, den Sophisten, Sokrates, Platon und Aristoteles beschäftigen. Für weitere Videos über Geschichte, Mythologie und Philosophie besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung.